Hallöchen und willkommen bei Minecraft mit Nizi. Ja, ich habe es schon vor längerer Zeit angekündigt. Ich wollte etwas mit euch zusammen machen. Wenn ihr Lust drauf habt, und ich hoffe, dass ihr das haben werdet, ich möchte euch gern einen Server von mir zur Verfügung stellen, wo wir gemeinsam drauf bauen können oder auch alleine, wer Lust hat. Aber es sollte eigentlich die Gemeinsamkeit im Vordergrund stehen. Und ja, ich möchte mal was ganz anderes machen, und zwar einen Server für Erwachsene. Die jungen Leute beschweren sich ja neuerdings immer häufiger, habe ich gesehen, dass wir Erwachsenen für Minecraft zu alt sind und auch für YouTube und hast du nicht gesehen. Und ich möchte es ganz einfach mal so machen, auch wenn mir jetzt einige sicherlich vielleicht ein bisschen böse sein werden, aber ich möchte den Server hier ja nur für Erwachsene zur Verfügung stellen. Also für Leute, die, keine Ahnung, Ü20 sind oder so. Ja, weil ganz ehrlich gesagt, manchmal nerven uns die Kinder auch. Und wir wollen unter uns spielen. Ja, so ist es nun mal. Nein, ich habe nichts gegen Kinder. Ich habe selbst welche. Aber ich würde das gerne mal ausprobieren, wie das so läuft, nur unter Erwachsenen. Dazu möchte ich euch gerne noch ein bisschen was erklären. Und zwar ist es hier der Spawnpunkt. Wenn ihr auf den Server kommt, dann landet ihr schon mal hier in so einer, ja, eigentlich ganz hübschen Gegend. Und wenn ihr euch dann umdreht, ist hier ein kleines Portal. Da geht es zum Hotel. Ja, und da gehe ich mal mit euch durch. Das habe ich gemacht, falls ihr hier nachts auf die Welt kommt. Da müsst ihr keine Angst haben, dann seid ihr hier gleich in Sicherheit. Ja, in einem Dorf. Das habe ich hier gefunden, und nicht nur das eine. Ich habe ganz, ganz viele Dörfer gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es sind, aber ich glaube, um die 30 Stück werden es sein. Ich habe hier ganz viele verschiedene Biome gefunden. Da gibt es also überall Portale hin. Das zeige ich euch, glaube ich, später noch. Also hier sind auf jeden Fall schon mal Portale in verschiedene Biome. So, wenn ihr dann hier rausgeht, dann habt ihr... ja, Dorfbewohner gibt es auch. Dann habt ihr hier ein... Es ist wirklich verwunderlich. Diese Tür steht immer offen. Hier gibt es die Dorfteleporter. Also wer sich gerne allein oder auch zu zweit, dritt, viert oder wie auch immer ein Dorf ausbauen möchte, hat die Möglichkeit, von hier aus in Dörfer zu verreisen. Da werde ich auch noch irgendwie was beschreiben. Entweder werde ich die Namen der Leute draufschreiben, die in dem Dorf am Arbeiten sind, oder die Biome nennen, ich weiß es nicht. Dann, wenn ihr hier die Treppe hochgeht, dann kommt ihr zum Hotel. Hier sind natürlich Zimmer frei. Und hier gibt es so einen kleinen Küchenbereich, da werdet ihr Essen finden, dass ihr euch erstmal versorgen könnt. Hier hinten Aufenthaltsraum, das könnt ihr euch alles noch dann angucken, wenn ihr hierher kommt. Will ich euch noch nicht alles zeigen, ich zeige euch ja jetzt mal ein Zimmer. Da sind Schilder, da dürft ihr dann euren Namen draufschreiben. Dann weiß jeder, wer da drin wohnt. Und für jeden steht auch hier ein Bett und auf jeden Fall eine Truhe bereit. Da sind die ersten Grundausrüstungsteile drin. Hier habt ihr, wenn ihr wollt, einen kleinen Balkon. Ja, ist bescheiden eingerichtet, aber ihr wollt hier ja auch nicht immer wohnen, denke ich. Das ist halt für den Anfang so, oder dass man sich halt hier einfach mal trifft, wenn man nichts zu tun hat. Wie ihr seht, hier sind überall Zimmer. Und da oben sind auch noch Zimmer, gehe ich jetzt aber nicht mit euch hoch. Das könnt ihr euch dann selbst anschauen. Wir haben auch einen schönen Gartenbereich hier noch draußen. Aber wie gesagt, das alles könnt ihr selbst entdecken, denn ich denke, das macht ein bisschen mehr Spaß, als wenn man das alles erklärt bekommt. Da hinten übrigens in dieser Hütte habe ich mein Tutorial zum Tränkebrauen gemacht. Deswegen steht da hinten so eine einsame Hütte. Gut, also weiter zur Erklärung. Das Dorf ist eingezäunt. Das könnt ihr jetzt von hier oben ganz gut sehen. Und innerhalb dieser Einzäunung möchte ich, dass hier nicht gebaut wird. Das soll hier alles so bleiben, wie es ist. Es ist allerdings auch nichts abgesichert. Also ich bin wirklich gespannt, wie das läuft. Ob hier alles heile bleibt oder nicht. Aber ich denke ja mal schon.
Hier sind überall so kleine Hütten und ich glaube auch in jeder müsste sich ein Bett befinden und eine Werkbank, eventuell auch ein Ofen. Also hier schon mal kein Bett drin, okay. Aber jeder hat ja in seiner Anfangsbox ein Bett dabei. Ja, hier ist... Meistens habe ich das so gemacht, dass ein Bett, eine Werkbank und ein Ofen drin steht. Ja, und dann habe ich hier einen Bäcker, da befindet sich dann halt Brot und ja, verschiedene Essenssachen halt drin. Hier befinden sich ganz viele Felder. Die waren auch, soweit ich weiß, alle schon da. Ich meine, ich habe kein Feld dazu gebaut. Das war auch ziemlich groß, das Dorf. Ich habe, glaube ich, diese kleinen Hütten hier gebaut, die beiden, und das Haus. Der Rest stand schon. Soweit ich weiß. Aber das ist schon so lange her. Ja, hier befinden sich halt die Tierställe und die Felder praktisch. Und da dürft ihr euch bedienen. Allerdings vorher bitte nachzüchten. Sei es Tiere oder Pflanzen, das ist egal. Und in diesen kleinen Häuschen, die hier beistehen, befindet ihr immer... Ja, Leder, Kühe und ach, da ist schon eine Verkäuferin hier. Das ist so ein kleiner Gemüseladen praktisch. Hier findet ihr Obst und Gemüse in der Truhe. Hier ist die Wolle drin von den Schafen und so weiter und so fort. Das steht aber draußen auch beschildert dran. Dürfte jeder finden. Ja, wir spielen hier nicht im Kreativmodus. Ach so, was ich euch noch erklären wollte. Hier stehen auch immer Truhen bei den Tierstellen, da könnt ihr das sehen. Und da kommt dann das Fleisch rein, das Ruhe. Und das wird, ja, wie auf meinem anderen Server, hier in den Pferdestall praktisch geliefert. Da befinden sich Öfen drin. Können wir jetzt nicht sehen. Dort. Und von dort aus wird es in die Küche geliefert. In eine Truhe und da dürft ihr euch dann bedienen. Ja, gut, was ist jetzt noch zu sagen? Ich wollte euch das mit den Teleportern zeigen. Ja. Nee, ich wollte nichts von dir, danke, ich habe mich vertan. Tut mir leid. Ja, dann nehmen wir uns doch einfach mal so einen Teleporter, dann kann ich euch das Ganze zeigen. Klicken wir mal drauf. Und dann landet ihr auch in einer kleinen Hütte. Und in diesen Hütten ist auch wieder ein Teleporter nach Hause. Also da kommt er dann wieder zurück. Ja, da seid ihr dann gleich geschützt und ich habe meistens noch so einen Fröpel oben drauf gesetzt mit Licht. Aber ihr könnt ja auch mit Minikarte spielen, habt ihr auch eure Wegepunkte und so weiter. So, und jetzt sind wir wieder zurück. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, überall habe ich es noch nicht gemacht. Ja, hier ist es auch schon. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt überall eine Hütte errichtet habe. Da muss ich nochmal nachgucken. Aber das brauche ich ja jetzt nicht mit euch machen. Ja, wie gesagt, ich würde mich echt freuen, wenn ihr hier ein bisschen mit mir zusammen spielt. Ich habe auch einen TS-Server, also wir können auch quatschen nebenbei, wenn ihr Lust habt. Ich würde mich riesig freuen, mit euch zusammen zu spielen. Und sage, ach so, habe ich euch das überhaupt gesagt? Also wer mitspielen möchte, entweder in die Kommentare schreiben, eine PN schreiben, mich auf Skype anschreiben oder sonst wo. Ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Dann werdet ihr auf die Whitelist gesetzt, denn es gibt natürlich eine Whitelist hier. Und ja, dann kann es eigentlich losgehen. Ich freue mich. Bis denn, bye bye, eure Nizi.